Die Tage von Fessenheim sind gezählt. Die Abschaltdaten im kommenden Jahr stehen fest. Das ist die wichtigste Botschaft der französischen Umweltstaatssekretärin, die sie für die deutschen Teilnehmer des Treffens in Colmar heute im Gepäck hatte. 1. Februar Block 1, 30. Juni Block 2 und vor allem hat sie gesagt, dass in den nächsten Tagen die Schließungsverfahren eingeleitet werden. Das war ja das, was uns immer noch gefehlt hat, dass es jetzt konkret wird. Nach dem Aus für das Atomkraftwerk Fessenheim soll das Elsass zum Vorreiter bei der Energiewende gemacht werden. Konkrete Fortschritte gibt es auch bei den Plänen für ein gemeinsames deutsch-französisches Gewerbegebiet, angesiedelt auf dem Territorium des bisherigen AKW. Diese Partnerschaft ist fruchtbar. Wir verstehen uns immer besser und wollen aus Fessenheim ein ökologisches und wirtschaftliches Modellprojekt für die Zeit nach der Atomkraft machen. Wenn Fessenheim dann im Juni 2020 abgeschaltet ist, wollen Franzosen und Deutsche über den Rhein hinweg gemeinsam die Energiewende in der Region vorantreiben.